Ja, zur Lockerung des Körpers biete ich jetzt an, einfach hüftbreit zu stehen, die Arme hängen, die Atmung geht ein und aus und ich fange einfach an, in den Boden reinzuschwingen, sodass alle Gelenke durchgeschüttelt werden. Also einfach nur immer in den Boden rein, ohne dass die Ferse federt vom Boden weg, sondern alles geht immer in den Boden. Die Knie sind dann weich und geben nach. Und alle Gelenke bewegen sich mit. Und das Bindegewebe wird gelockert und gekräftigt gleichzeitig. So kann man beginnen, ein paar Sekunden, um dann vielleicht so mit dem Schultergürtel in Kontakt zu gehen. Wir fangen mit dem rechten Arm an und schwingen den rechten Arm. Vielleicht erstmal das Gesicht vorne lassen. Und den Arm einfach ganz leicht schwingen. Ich bin weiter in diesem kleinen Schüttler. Also dieser Schüttelimpuls läuft die ganze Zeit weiter. Der Arm der schwingt sich hin und her. Und wem nicht schwindelig wird, der kann dem Arm auch gerne hinterher schauen. So dass die Halswirbelsäule auch was abkriegt. Die wird auch gedehnt. Die Atmung wird dann auch etwas erweitert durch diesen Schwung. Und dann lasse ich das irgendwann fast von alleine wieder weniger werden. Bis der Arm wieder so in seiner Grundhalte ankommt, schüttel einfach weiter. Und mach das Gleiche dann natürlich mit der anderen Seite. Der linke Arm setzt ein. Erstmal vielleicht wieder das Gesicht vorne lassen oder überhaupt das Gesicht vorne lassen. Ist jedem freigestellt. Und nach einer Zeit kann man wieder mit diesen Dehnungen anfangen, dass der Kopf einfach sich zur linken Seite bewegt. Und der Bewegung nachschaut. Das kann man so mehrere Male machen. Und dann komme ich wieder an und lasse den Arm wieder auch ankommen. Und schwing einfach weiter in den Boden rein. Nimm meine Schultern, schüttel die Schultern. Also zieh den Schulterheber sozusagen so ein bisschen ruckartig hoch und runter, hoch und runter, hoch. Sodass die Atmung sehr stark angeregt wird. Das wird man gleich merken. Wenn es die Schultern waren, sind es jetzt die Ellenbogen. Jetzt gehe ich mit den Ellenbogen genauso in Kontakt. Die Arme sind angewinkelt und die Ellen werden vor und zurückgezogen. So merke ich meine Schulterblätter, wie die immer angehoben werden und wieder zurückgeholt werden. Genau. Und lasse das dann nach einer Zeit, wenn ich merke, so, es reicht mir, dann lasse ich das auch wieder ausklingen. Schüttel erstmal wieder, lass alles wieder los. Und fang dann nach einer Zeit einfach mit so einer Wechselbewegung der Arme. Ist der eine Arm vorne, ist der andere hinten. Das kann man auch eine Weile mal machen. Und für wen das stimmt, darf nicht wehtun, mache ich vielleicht auch mal einen Überschlag. Mit dem Arm von vorne nach hinten oder auch von hinten nach vorne. Das kann man oder auch mal so gegengleich. Das für diejenigen, die nicht Schmerzen haben, ist ganz klar. Nur das mitmachen, was dich wehtut. Gut. Kann ich auch so eine Weile machen, um die Arme so richtig schön dann zu lockern. Und dann lasse ich das so langsamer weniger werden. Und schwing erstmal wieder. Schwing einfach in den Boden. Lass den Kopf so nach vorne rollen. Der Kopf zieht mich einmal runter in diese sogenannte Vorbeuge oder Rumpfbeuge. Ich bleibe weiter in diesem kleinen Schwung. Atme tief in den Rücken. Und schwing mich dann auch wieder hoch. Komm langsam wieder hoch. Schüttel mal die Beine aus. Das tut manchmal, wenn man so in diesem Schüttler ist, dass die Waden auf einmal anfangen zu schimpfen. Also dann auch ruhig mal die Arme, Beine, alles so ein bisschen lockern, lockern, lockern. Und dann gehe ich wieder in mein Schütteln, in den Boden rein. Mach vielleicht dann nochmal so, einerseits lockere ich den Körper durch diesen Schüttelimpuls und mache eine gerade Bewegung in Brusthöhe und gehe auch wieder runter. Mehr nicht. Und da muss das Gehirn sehr arbeiten. Einerseits ist es eine lockernde Bewegung und andererseits eine strukturierende Bewegung. Ganz klar, zwei verschiedene Methoden, die das Gehirn wirklich senden muss. Kann man so mehrmals machen.
Und wenn ich das kann man 10-mal machen oder wie oft man will, kann ich einen Zusatz dazu nehmen, ich gehe hier hoch und dann öffne ich auch mal zu den Seiten, komme wieder nach vorne und gehe runter. Das geht auch. Also ich atme ein, ich atme vielleicht aus, ich atme ein und wieder aus. Mal wieder die Schultern ein bisschen durchschütteln, dass sie nicht irgendwie mucksig werden. Gut, komm wieder an, mach die gleiche Geschichte eine Etage höher. Ne? Ich gehe mit den Armen über den Kopf und komm wieder runter. Mach das ruhig auch mehrmals, also so oft wie ich will. Ne? Machen wir mal dreimal dieses hoch und runter. Und dann könnte man oben die Lotusblüte sich öffnen lassen. Wenn ich oben bin, öffne ich. Komm aber wieder zurück und gehe so runter. Ne? Vielleicht nochmal einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Noch einmal. Einatmen, ausatmen. Ausatmen. Und dann lasse ich die Arme einfach mal um die Taille. Ganz locker. Ganz locker. Hin und her. Gut. Das kann man auch lange machen. Das ist gut. Da werden die ganzen Bandscheiben massiert. Die Körperseiten werden gedehnt. Durch das Zwerchfell gut durchblutet. Alles wird eigentlich mit reingezogen. Diese ganz schlichte Bewegung, die Arme locker um die Taille rum, einfach hin und her fallen lassen. Lass das dann auch wieder ausklingen. Komm vorne an, schwing vielleicht noch einen Augenblick nach. Wem nicht schwindelig wird, sollte die Augen halb zu oder ganz zu machen und einmal nochmal nach innen so spüren. Und zwar nicht da so schüttelt, wie ich einmal durch die Sprunggelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke, wie locker bin ich da. Einfach mal so rein spüren. Und dann wandere ich so vom Kreuzbein, die Wirbelsäule hoch bis zur Halswirbelsäule, bis zum Kiefergelenk, wie locker bin ich da. Den Kiefer immer schön locker lassen. Ganz wichtig bei solchen Sachen. Ne, tanzt die Säule wie so eine Schlange. Ne? Man sagt hier auch so die Lebensenergie, die Kundalini fließt, fängt unten an, sich aufzubauen, über die Säule bis hoch, bis zu dieser Modula Oblongata. Ne, diese beiden Ströme, aufstrebende Energie, abstrebende Energie. Dann wandere ich auch noch mal in die Schultergelenke, Ellenbogengelenke, Handgelenke, Fingergelenke. Wie locker bin ich da? Wie sieht es mit der Atmung aus? Kommt die gut in den Körper ein und fließt die gut in den Körper ein und aus? Man kann auch so ein bisschen mal so das alles so beobachtet habe, da kann man sich auch Zeit beilassen. Ne? Jede Übung kann man so lange machen, wie man will. Ich komme so langsam wieder zurück. Öffnen die Augen, wenn nicht schon geschehen. Nehmen nochmal Kontakt zum Zentrum, hier unser Powerhouse. Streichen über die Außenseite der Beine runter, gehen über die Fußspitzen und den Innenseiten wieder hoch. Mit den Handrücken durch die Körpermitte, ne? Am Kopf gehen die Hände zum Hinterkopf, über die Schädeldecke, übers Gesicht. Komme ich hier am Thymusbereich an und umstreiche die rechte Hand den linken Arm und umgekehrt die linke Hand den rechten Arm. Und dann wandere ich wieder zum Zentrum oder zum Powerhouse, zum Dantian, zum Ara. Richte mich nochmal gut aus. Spüre den Raum ganz weit über mir, ganz weit unter mir und auch die Seiträume. Ne, versuche mich auszudehnen und der ganzen Geschichte noch so ein bisschen Raum schenken. Und wenn die Arme irgendwann einfach runter wollen, dann mache ich das. Gut. Und komm zurück. Das war's.